hey, pünktlich zur CrossFit Open kümmern wir uns um Kipping Muscle Ups. Bei den Kipping Muscle Ups ist es anders als bei den Strict Muscle Ups wichtig, dass ihr nicht den False Grip benutzt, sondern die Ringe so greift, dass ihr den Rissgriff anwendet, normaler Griff also, und dabei den Daumen um den Zeigefinger nehmt. Schritt 1 bei den Kipping Muscle Ups ist es, einfach nur zu schwingen von der globalen Extension in die globale Flexion. Und bei der Extension dreht ihr einfach die Ringe mit nach außen. Das sieht dann so aus. Im zweiten Schritt geht es jetzt darum, aus dem Schwung erstmal einen Klimmzug zu machen, also einen Kipping-Klimmzug. Dahin. Als nächstes geht es darum, aus der gleichen Situation oder aus der gleichen Position einen Chest-to-Bar-Klimmzug zu machen. Dahin, oder Chest-to-the-Rings müsste es ja eigentlich heißen. Und als drittes Hips-to-the-Rings. Dazu nehmt ihr auch den Blick mit nach oben zur Decke. Das sieht dann so aus. Wenn ihr jetzt die Hüfte an die Ringe bekommt, geht es nur noch darum, den Übergang vom Klimmzug in den Dip zu schaffen. Und dazu nutzt ihr gleich, wenn ihr oben mit der Hüfte an den Ringen seid, eine Sit-Up-Bewegung. Und zwar für den schnellsten Sit-Up, den ihr gemacht habt. Der Blick ist zuerst bei der Kippbewegung zur Decke gerichtet und beim Sit-Up versucht ihr möglichst schnell auf den Boden vor euch zu gucken. Wichtig ist es auch, wenig Kraft aus den Armen einzusetzen. Also umso explosiver die Hüftstreckung geschieht, umso einfacher wird der Kipping Muscle Up für euch. Also, wieder aus dem Schwingen. Blick zur Decke und Sit-Up. Und aus der Position nur noch der Dip. Und um jetzt den nächsten zu tun, lasse ich mich nach hinten fallen. Schwing weiter. Und könnte dann direkt den nächsten Kipping Muscle Up anschließen. Wer Schwierigkeiten hat beim Übergang vom Klimmzug in den Dip, kann Folgendes ausprobieren. Wechselt einfach an etwas tiefere Ringe zwischen Hüft- und Brusthöhe. Schnappt euch ein Widerstandsband, am besten ein grünes oder schwarzes am Anfang. Auf der einen Seite um den Ring legen, mit der Hand fixieren, das Band um den Körper herum. Zur anderen Seite auch hier das gleiche mit der Hand wieder fixieren. Setzt euch aufs Band drauf. Geht in die Ausgangsposition für den Muscle Up und hier wieder, um die Hüfte noch weiter zu beugen, die Füße erstmal vom Boden abzuheben und dann die Hüfte explosiv zu strecken und gleichzeitig aus den Armen zu rudern, dass ihr einmal mit der Hüfte auf Ringhöhe kommt. Wenn ihr das habt, auch wieder hier einen schnellen Sit-Up machen, schnellen Blick Richtung Boden und ihr seid in der Ausgangsposition für den Dip. Um das Ganze zu erschweren, kann man nachher wechseln, indem man einfach ein leichteres Widerstandsband nimmt. Und so hat man hier eine wunderbare Steigerung. Der Dip ist letztendlich nur ein Dip und ja, wer Dips einfacher haben möchte, der guckt sich einfach unser Video an zu den Kipping Ring Dips.